Immerhin, wenn jetzt wieder die Soldaten kommen, weiß ich, was ich denen erzählen muss. Die meisten sollten sich belabern lassen. Okay, das hat genau gar nichts gebracht. Ich bin wieder genau da, wo ich eben schon war. Ach ja. Kann ich das andere Auto nehmen, das schwarze? Funktioniert das? Öffne doch mal die Autotür. Ach so, das hat kein Benzin. Na, schade. Dann müssen wir eben das blaue nehmen. Ja, klick. Benutzen. Fahren. Los geht's. Schön, dass es damals noch ohne Autoschlüssel funktioniert hat. Oder vielleicht steckt er ja auch. Könnte ja sein. So, auf dem Land. Wir befinden uns in NRW, Rheinland-Pfalz? Keine Ahnung. Werden wir gleich erfahren. Bitte steigen Sie aus diesem teuren Auto aus. Ich glaube, das ist einer später. Das ist der Wachposten, der nur im Kampf besiegt werden kann oder mit 50 Mark bestochen. Auf Kampf habe ich keine Lust, da will ich hier nur verlieren. Ein wenig Geld wäre ein schlechter Ersatz für einen Passierschein, aber viel Geld? Mal sehen, wie viel ich habe. Ich gebe Ihnen 50 Mark. Schön, aber kommen Sie ja nicht wieder. Ja, so macht man Geschäfte, ne? Er kriegt was, was er will. Indy kriegt was, was Indy will. Ist doch gut, haben beide was davon. So muss das sein. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, die Aufnahme hat Audioprobleme. Ich muss mal eben pausieren und nachschauen. Entwarnung, alles funktioniert so, wie es soll. So, das ist der. Genau, den kann man belabern. Aber natürlich wird dumm von mir. Hat keine Zeit, sich mit solchen Jämmerlingen zu verschwenden. Natürlich, Entschuldigung. Sie sind sicher sehr beschäftigt. Wollen Sie mir schmeicheln? Und ist das so offensichtlich? Sie können mich nicht zum Lachen halten. Sie sind einfach zu scharfsinnig. Miva, Sie dürfen weiterfahren. What? Das ist nicht sehr scharfsinnig von dir, Junge. Aber schön, dass es funktioniert. Also nur kurz zur Info, ich habe ja nebendran die Komplettlösung offen und sehe, wem ich was erzählen muss. Weil sonst würde das wie in Schloss Brunwald ausarten und ewig dauern. Und ich glaube, es macht weder mir noch den Zuschauern Spaß. Deswegen gönne ich uns einfach mal die Abkürzung. So, das war der. Ey, warten Sie, Sie müssen schon hierher kommen. Den kann ich auch belabern. Ja, du musst danach fragen, aber redest du immer so mit einem vorgesetzten Offizier? Woher soll ich das wissen? Sie tragen keine Uniform. Ja. Soldat, lassen Sie mich sofort durch. Die Soldaten sind irgendwie nicht ganz die hellsten zum Teil. Aber gut, sind ja auch nur einfache Soldaten. Wenn sie irgendwie helle wären, dann wären sie ja keine Soldaten, keine einfachen. Es hängt also immer so ein bisschen davon ab, was der als erstes sagt. Dieses Halt, verlassen Sie den Wagen, kommen Sie hierher. Genau, da muss man den Passierschein sehen. Das ist der fünfte. Das steht völlig außer Frage. Auch den kann man belabern. Niemand kann ohne Passierschein durch. Schön ruhig. Mein Beifahrer ist von der Gestapo. Gestapo? Herr, haben Sie einen Beweis? Sie haben mein Ehrenwort. Vertrauen Sie mir. Vertrauen? Dafür könnt ihr euch erschossen werden. Ist das Ihr letztes Wort? Ich kann sie immer noch nicht durchlassen. Schade. Vielleicht sollten sie das besser dann dem Gestapo-Mann sagen. Ja, jetzt kriegt er Schiss. Okay. Ja, gar nicht so dumm, Eigentlich schon ziemlich dumm, aber sein eigenes Leben ist ihm wohl einigermaßen viel wert und deswegen lässt er uns durch. Also, das ist nicht ganz so dumm.
Weder für ihn noch für uns. Das ist schon okay. So, und jetzt müsste noch bei München. Genau, bei München kommt der nächste. Und dann noch der letzte bei der Grenze zu Österreich. Das Problem ist jetzt, dieser lässt sich nur mit 150 Mark bestechen. Oder mit einer unterzeichneten Biografie. Geld habe ich nicht genug. Die Biografie ist auch nicht da. Das heißt, die muss ich bekämpfen. Speichern kann ich gerade nicht. Ich probiere es einfach mal mit dem Geld. Vielleicht reicht es ja doch. Wenn ich ihm alles gebe. Ja, komm. Ich gebe einfach mal alles, was ich habe. Hier, alles. Hier, nimm alles. 95 Mark. 90 Mark. Nur 90. Ja, verdammt, das habe ich befürchtet. Da gibt es sowas umsonst dazu, nämlich diesen Flag. Oh, da bin ich ausgewichen. Oh. Wow. Hey, kämpfe ich gerade gut oder kämpfe ich gerade gut? Wow, ich habe gerade sehr gut gekämpft. Und wenn mich nicht alles täuscht, füllt sich die gelbe Ausdauer wieder komplett auf. Das heißt, ich habe wenig oder fast gar keine Ausdauer verloren in diesem Kampf. Cool. Und den letzten an der Grenze zu Österreich, den kann man wohl auch belabern. Dann, ja, dann hat es ja geklappt. Super. Und das auf, wirklich auf Anhieb, also der zweite Versuch. Für die Flucht. Cool. Und den kann man jetzt auch belabern mit, das steht völlig außer Frage. Niemand darf ohne Passierschein durch. Schön ruhig. Mein Beifahrer ist von der Gestapo. Hauptmann Kleist hat nichts davon gesagt. Ich brauche einen Beweis. Sie haben ein Ehrenwort. Vertrauen Sie mir. Dafür könnte ich erschossen werden. Sie stellen mein Vertrauen in Frage. Welche Beleidigung. Sie brauchen einen Passierschein. Soldat, wissen Sie eigentlich, wie Ihre Uniform aussieht? Was soll mit der los sein? Ich glaube, das ist noch eins zu früh. Das sind sehr viele, sehr, sehr häufig die zweite Gesprächsoption. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, aber das scheint zu passen. Und dann zuletzt dann nochmal die 1, die erste Option. Ah ja, gut, dann habe ich mich doch verzählt gehabt und deswegen nochmal einmal rausgezögert und letzten Endes hat es dann noch gepasst. Schön, die Flucht im Auto hat geklappt. Endlich wieder raus aus Nazi-Deutschland. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat da unten auch der Weg in Europa angefangen zum Schloss Brunwald. Wobei da unten ist ja auch Iskenderun, ne? Ägypten und so. Ha! Das sieht aus, als wäre das Iskenderun. Galahad, der tapfere Ritter. Und du bist der Vater Lancelot, der abgelehnt wurde. Er wurde... Ah, ist das Markus? Oder der alte... Ah doch, Markus. Das ist Markus. Was macht der denn hier? Und warum ist er so dreckig? Schön. Fang lieber nicht. Daddy Yolo kommt mir irgendwie bekannt vor. Schön. Gefällt mir. Wie ist es dir ergangen? Ja, aber reden kann ich nicht mit ihm. Es gibt einen Ausgang, es gibt den Tempel, es gibt ein Schild. Was steht denn auf dem Schild? Hier steht, wenn du denkst, das Leben sei ein Spiel, dann sei gewarnt. Nach diesem Punkt kannst du nicht mehr speichern. Oh, ja, ich denke, das ist ein Spiel. Und ich denke, das Schild will mir sagen, dass das die letzte Möglichkeit zum Speichern ist. Da bin ich doch mal so frei und lege tatsächlich einen Speicherstand an. Nein. Hä, was? L-E-T-Z... Ah, Y. Ah, okay. Das interpretiert die Tastatur als QWERTY, als Englisch. Ja, das ist der letzte Speicherstand und deswegen heißt er auch so. Genau. Und bevor ich jetzt in den Tempel reingehe oder zum Ausgang,
sage ich mal ganz frech, bis zur nächsten Folge.